So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Eine neue Unboxing-Folge, die dritte Folge von meinem Geburtstagsgeschenk. Unboxing, Special irgendwas, ich weiß es nicht. Ein Geschenk steht nämlich noch aus, ein Karton. Das ist der Karton, der kam als allererstes an und wird als letztes ausgepackt. Das ist richtig genial, so muss man das machen. Und das ist vom Hannes. Wurde aber irgendwie nicht vom Hannes selber verschickt, sondern der Hannes, so wie es ausschaut, hat er das irgendwo bestellt im Internet und von der Seite aus dann direkt zu mir liefern lassen. Hier steht drauf, Omis Weisheit, Diät, ab morgen. Soll mir das was sagen? Kennenlernbox, kennenlernbox.de. Omis Diät am Morgen, Weisheit, ja, ist da jetzt, ich habe keine Ahnung, das ist bestimmt was Gesundes, da muss man bestimmt selber kochen oder so, glaube ich da. Hannes ist Koch, ne, ich koche auch manchmal vor Wut, aber wir gucken mal, was der Hannes sich da überlegt hat, womit er mir da eine Freude machen kann. Ach, jetzt kommst du plötzlich angeschissen, oder was? Die ganze Zeit sitzt er da hinten auf der Waschmaschine und chillt und jetzt springt er hier rein. Das sind halt noch die ganzen Zeitungspapiere von den zwei vorhergehenden Unboxings. Die muss ich dann auch noch wegräumen. Ne? Und jetzt machen wir das hier mal auf, gucken hier mal rein. Und es ist viel besser als ich dachte. Von wegen Diät ab morgen, von wegen Abnehmen, von wegen Omi, von wegen Kochen. Es ist einfach eine Samyang-Box, oder? Bulldog-Box, koreanische Hot Chicken Ramen Mix. Die Shenaya hat sich ja auch mal so eine Kennenlern-Box irgendwoher besorgt, aus Amazon, sonst wie, keine Ahnung. Die Bierschanga hat sich irgendwie eine besorgt. Pupsi hatte damals aber bei woanders was besorgt, wo 10 verschiedene Sorten drin waren und jede Sorte nur einmal. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind nur 8 Sorten, nicht 10 Sorten. Dafür ist jede Sorte doppelt drin. Das heißt, es gibt also so verschiedene Kombinationen, so verschiedene Boxen, gerade von diesem Samyang-Kennenlernangebot. Ich fände es ja immer noch schön, wenn es eine offizielle Samyang-Seite geben würde, wo man direkt bei Samyang selbst die Samyang-Nudeln bestellen kann. Zum Kennenlernpreis. Alle Sorten, die Special-Sorten, die blauen, die Ice-Type-Nudeln, die fehlen mir immer noch. Das sieht so aus wie, auch ich habe das im Internet gefunden, wir haben das bei uns in den Shop mit aufgenommen, wir tun es ein bisschen verdeutschen, geben euch noch eine Broschüre mit. Weiß ich nicht, ob das jetzt original so ist, wie es ist. Hier habt ihr auf jeden Fall die Bulldog Light, Samyang Bulldog Light dabei. Die haben wir schon getestet. Wir haben die normalen Samyang, das sind die schwarzen. Die haben wir auch schon getestet. Ihr habt die Bulldog Kimchi dabei. Die haben wir natürlich auch getestet. Wir haben die Bulldog Cheese dabei. Die kriege ich ja ständig von euch zugeschickt, weil die einfach die besten sind. Wir haben das Samyang Bulldog Curry. Wir haben Jia Yang von Samyang mit der schwarzen koreanischen Bohnenpaste. Wir haben die Too Spicy zweimal und wir haben die Bulldog Carbonara. Theoretisch freue ich mich auf die Bulldog Carbonara am meisten, weil viele Leute sagen, das ist die beste Sorte. Ich habe die damals probiert und fand, dass die irgendwie so sehr nach Kräutern geschmeckt hat. Das war mir ein bisschen, weiß ich nicht, haben mir die normalen Cheese auf jeden Fall besser gepasst. Ich habe die seitdem nicht mehr probiert. Ich freue mich mal drauf, die nochmal zu probieren. Vielleicht ändert sich jetzt meine Meinung mittlerweile. Was fehlt jetzt hier in der Box? An was kann ich mich erinnern? Ich sehe zum Beispiel kein Stew-Type. Samyang Bulldog Stew-Type ist nicht damit drin. Samyang Bulldog Tomato Pasta ist auch nicht drin. Sind aber trotzdem, gehören ganz normal zu diesem Samyang-Zeug. Die Ice-Types sind natürlich nicht drin, die habe ich ja noch nie probiert, noch nie gesehen. Die Three Spicy sind nicht drin, weil das ja auch nur eigentlich eine Special Edition war. Ansonsten dürften das theoretisch alles sein, oder? Wenn ihr noch eine Sorte kennt, die nicht in der Box ist,
oder die ich nicht aufgezählt habe, dann schreibt es mal dazu. Das finde ich cool, das sieht gut aus, das macht sich auch gut im Regal, wenn man das hinstellt. Jetzt wollen wir aber trotzdem mal hier reingucken in diese Broschüre. Hier steht ja extra nochmal die Bulldog Box. Koreanischer Hot Chicken Ramen Mix Kennenlernen Box. Guten Appetit. Hier brennt die Schüssel. Das sieht schön aus. Ihr macht das auf. Ihr habt ja auch diese Skala, wo das draufsteht. Wahrscheinlich hat Bierschanga dasselbe gehabt. Sie hat ja dann das so eine Übersicht mir gezeigt. Die hat sie mir dann auch geschickt, eingerahmt, noch eine Chili mit reingemacht, dass ich mir das so einrahmen, als eingerahmt dann hinstellen konnte, hinhängen. Es steht aber, weil das ist so ein richtiger Glaskasten, dass du das stellen kannst. Jetzt steht es ja auch nochmal dabei. Laut dieser Skala sind die Hia Yang die mildesten mit 1900. Dann haben wir die Tomato Pasta, die komischerweise hier draufstehen, aber nicht da drin sind. Hä? Die stehen hier drauf, sind aber nicht da drin mit 2200. Wir haben die Cheese mit 2300. Ihr habt die Carbonara mit 2600. Die sind schärfer als die Cheese. Ihr habt die Kimchi mit 3200. Ihr habt die Curry mit 3800. Und komischerweise bei dem Curry ist die Packung hier immer so richtig golden. So eine richtig goldene Packung und in Wirklichkeit ist sie, geht schon ins Orange rein. Dann habt ihr die normalen Bulldog Ramen mit 4404 und natürlich die Two Spicy mit 8808 und die Three Spicy müssten ja bei 12 bis 13.000 liegen. Bulldog Bokeum Mioen Hot Chicken Flavor Ramen. Hot Chicken Flavor Ramen. Auch bekannt als Fire-Nudeln sind Instant-Nudeln mit Huhngeschmack aus Südkorea. Die Fire-Nudeln sind mit ihren 8808 Scoville auf der Schärfeskala die schärfsten Instant-Nudeln der Welt und wurden durch die Fire-Nudel-Challenge zum viralen Internetphänomen auf YouTube. Probiere unsere Bulldog-Mix mit verschiedenen Geschmackssorten und unterschiedlichen Schärfegraden. Wie weit kommst du? Nimmst du die Herausforderung an? Aber Vorsicht, nichts für schwache Nerven. Und hier ist so ein Barcode, den kannst du abscannen, da kommst du zu Fire Noodle Challenge Videos on YouTube. Ob man mich da auch sieht? Ich glaube nicht. Ansonsten, was ist die Kennenlernbox? Lass dich überraschen. Okay. Korean Hip Music. Okay. Kennenlernbox Spotify Playlist. Ich glaube, wenn du auf Kennenlernbox gehst, siehst du einfach aus der ganzen Welt irgendwelche Sachen. Und kannst halt eine Rubrik auswählen und das ist halt die Samyang-Box. Das wirkt so, als wäre das Werbung und das wäre ein gesponsertes Video, aber nein. Wer Bock hat, kann ja mal auf die Seite gucken. Ich kenne die Seite nicht, ich habe da selber noch nicht drauf geguckt. Aber wenn man sich da so Samyang-Boxen direkt bestellen kann, warum nicht? Sieht auf jeden Fall gut aus. Ja gut, hier hinten ist noch Werbung mit drauf. Weitere Kennenlernboxen, zum Beispiel die USA-Box. Die 12 beliebte Süßigkeiten aus Amerika. Etwas Schokoladiges, Saures, Fruchtiges, Knuspriges und Chewiges. Von jedem ist etwas dabei. Mit einer USA-Box bekommst du die beliebtesten Leckereien aus den USA. Die USA-Box beinhaltet insgesamt 12 Süßigkeiten, 4 Jellies, 3 Chewies und Candies und etwa 5 Schoko-Cookies und Bars. Also mit Schoko-Cookies und Bars kannst du mich ja jagen, ne? Chewies, Jellies, weiß ich nicht. Da bleibe ich lieber bei Samyang, da bleibe ich bei Herzhaft, da bleibe ich bei Nudeln, anstatt einer Süßigkeitenbox. Und das macht es auch nicht besser, hier steht noch Korea-Box, 14 beliebte Süßigkeiten aus Korea. Nee, ist süß, brauche ich nicht. Die Samyang-Box, also die Bulldog-Box, ist auf jeden Fall die beste. Ich weiß nicht, wie teuer die ist, ob das jetzt günstiger ist, weil es eine Kennenlernbox ist, oder ob du eigentlich mehr bezahlst und lieber original einfach die 5er packst, dir gönnen sollst und dann passt das. Aber das ist halt nur eine Sorte. Seid ihr Samyang-Fans, schreibt es mir rein. Dankeschön, Hannes, dafür. Shinaya hat mir ja letztens auch erst wieder ganz viele Packungen Samyang-Cheese geschickt. Der Samyang-Vorrat geht nicht aus, das feiere ich so derbe. Dem Zangel haben wir ja auch eine Three Spicy mitgenommen. Der Hannes muss seine Three Spicy auch noch probieren. Und sonst war es das von meiner Seite aus. Ich könnte noch das von Pupsi filmen, aber in 10 Minuten fängt mein Stream an. Das heißt, das muss ich die Tage irgendwann mal machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut und euer Ramses.